EA Games. Challenge everything. Im Lande Mordor, in den Feuern des Schicksalsberges, schmiedete der dunkle Herrscher Sauron heimlich einen Meisterring. In diesen Ring floss seine ganze Grausamkeit, seine Bosheit und sein Wille, alles Leben zu unterdrücken. Der Reihe nach verfielen die freien Länder Mittelerdes unter die Herrschaft des Ringes. Doch einige leisteten Widerstand. Ein letztes Bündnis aus Elben und Menschen zog in die Schlacht gegen Mordor und kämpfte an den Hängen des Schicksalsberges für die Freiheit Mittelerdes. Der Sieg war nahe, doch die Macht des Ringes konnte nicht gebrochen werden. Und es geschah in jenem Moment, als es keine Hoffnung mehr gab, dass Isildur, des Königs Sohn, seines Vaters Schwert ergriff. Tausende von Jahren blieb der eine Ring verloren. Doch nun gab das Schicksal den Ring in die Obhut des unwahrscheinlichsten Geschöpfes, eines Hobbits, Frodo Beutlin. Mit der Unterstützung seiner Freunde bricht Frodo zu einer gefährlichen Reise auf, ins Lande Mordor, um den Ring in den Feuern des Schicksalsberges zu vernichten. Doch erneut hat sich der dunkle Herrscher Sauron erhoben und voller Rachedurst führt er seine Armee, die nur zu einem Zweck gezüchtet wurde, zur Vernichtung der freien Völker Mittelerdes. Sauron ist nun auf der Suche nach dem, was in vergangenen Zeiten sein eigen war. Sollte Sauron den einen Ring finden, wird er erneut Dunkelheit über Mittelerde bringen.